T54 Tellyman. Und gerade wenn es um traditionelle Gitarren geht, die so natürlich an historischen Vorbildern angelehnt sind, dann wird es immer sehr, sehr spannend für mich. Ja, es gibt natürlich so ein paar Manufakturen und dazu gehört absolut auch Maybach, die sich die Mühe machen, sich am Original zu orientieren und natürlich auch da versuchen, Wege zu gehen, die sie selber entscheiden. Das ist natürlich immer dann ganz, ganz geil, wenn man dann im Vergleich natürlich auch mal das Original hat. Deswegen habe ich mir heute mal den mutigen Weg zugetraut und gesagt, komm, ich nehme einfach mal eine Butterscotch Blonde von Fender mit ins Video. Und damit haben wir auch schon zwei Gitarren hier am Start, die auch noch zufälligerweise gleich teuer sind. Ne? Also gerade wenn es um Vergleich geht, ist es ja bei mir oft so, dass mir so ein bisschen der Preis auch manchmal so ein bisschen egal ist. Wo ich mir sage, es ist mir egal, was es kostet, ich kann auch von mir aus eine Collectors Choice mit einer Les Paul Studio vergleichen und dann werden alle hören, die Collector's Choice klingt viel, viel geiler. Ist natürlich so eine Schwäche von mir, dass ich immer nach dem Höchsten greife, ne, und dann auch ein bisschen parteiisch bin in dem Moment. Und insofern ist es sehr, sehr interessant, finde ich, wenn man dann in so einem Video mal sagt, komm, wir nehmen mal zwei gleich teure Gitarren. Ja, sehr, sehr geil. Und, aber wir fangen mal an mit der Maybach. Ist ein Pioneer Body übrigens mit zwei Amber Pickups, das mal vielleicht zum, zur Technik, dann natürlich ein One-Piece Maple Neck, wie sich das gehört. Zwei Amber Pickups, habe ich ja schon gesagt. Und was mir wirklich auffällt, die Gitarre klingt sehr, sehr twangig, wie es ja auch sein soll, ist ja auch ganz klar. Es geht ja auch darum, dass die Saiten, wie sich bei einer Tele gehört, durch den Body laufen, nicht wie bei der Strat so wabelig an so Vibrato hängen. Insofern ist es ganz klar, dass die Gitarre diese Stringenz hat, ne? diese etwas knochige Härte, auf die ich total stehe. Also eine Tele gehört zu meinen absoluten Lieblingsgitarren und gerade wenn es um Maple Neck Sachen geht, hört ihr ganz gut. Auch hier die Zwischenposition. Ja, die Frage, die sich natürlich immer so ein bisschen stellt, ist, wie sieht es eigentlich aus? Darf man das? Ne? Also irgendwie sieht man immer so eine Kopfplatte, die nicht vertraut aussieht, ne? Weil man natürlich auf allen Rock'n'Roll-Platten auf der ganzen Welt sieht man natürlich Fender. Ne? Und das ist natürlich wie so eine Ikone, die über allem strahlt, wenn man so will. Ne? Oder man entscheidet sich wirklich bewusst dagegen. Gibt ja genügend Beispiele. Ich meine, wenn man sich Nick Huber und Gibson oder PRS anschaut, ne? Viele steht so ein bisschen gegeneinander. Und insofern, vielleicht ist es ja sogar eine neue Videoreihe von uns, muss man schauen, ob es was hergibt, dass man einfach mal zwei oder sogar drei Dinge, ich habe noch eine kleine Überraschung dabei, einfach mal gegenüberstellt und sich so ein bisschen anhört, worum es eigentlich geht. Ne? Hier ist jetzt die Fender. Oder bei solchen Vergleichen frage ich mich dann immer,
Ist das eigentlich überhaupt entscheidend? Ja, fällt dann die Entscheidung nicht schon, wenn man jetzt in den Musikladen geht, bei uns geht so die Treppe hoch, dann denke ich manchmal, ja, eigentlich fällt doch die Entscheidung, wenn jemand, eine Maybach oder auch eine Fender, in dem Fall jetzt in dem Vergleich mal zugespitzt will, fällt eigentlich schon auf der Treppe, ne? Oder vielleicht sogar im Internet, ja, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich haben, wofür stehe ich, was will ich haben. Das ist immer so diese Markenverliebtheit, ne? Ich habe es ja schon oft erwähnt, geht es jetzt um iPhone und um Samsung und so weiter. Ne? Auch selbst wenn das eine Handy mehr kann als das andere, will man trotzdem vielleicht das Original für einen haben, was man selber am meisten liebt. Insofern ist das bei Gitarren auch ganz ähnlich. Natürlich auch von der Konstruktion. Hier haben wir es jetzt mit Escher zu tun, mit einem One-Piece Maple Neck, ohne Aging in dem Fall. Und ansonsten von der Idee her genau gleich, aber halt natürlich das Original, ne? Von Fender. Und insofern, da steckt natürlich die ganze Rock'n'Roll-Historie dahinter. Lässt auch mich erblühen, ne? In meiner Begeisterung ist da ganz, ganz klar, weil natürlich das Original getragen wird durch die ganzen legendären Spieler und legendären Bands, die das natürlich auch bekannt gemacht haben. Ne? Insofern muss man da auch immer so ein bisschen die Frage stellen nach dem Copyright oder wer hat es erfunden. Ne? Die Schweizer waren es in dem Fall nicht. Aber natürlich ist das für mich schon sehr, sehr wichtig, wo das alles herkommt. Und trotzdem liebäugel ich dann auch gerne mal mit so Firmen wie H oder Friedman oder Rock'n'Roll Relics, auch ein sehr, sehr geiler Kandidat, muss ich vielleicht auch mal vor die Kamera zerren im Vergleich, wo ich mir sage, hey, warum eigentlich nicht auch mal was Neues probieren? Ja, also hier nochmal die Fender. Nochmal zur Erinnerung, die Cream-Aged Sugar Pine Maybach reinnehmen hier, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Habt ihr schon gesehen? Die Cream-Aged Teddyman T54 ist ein bisschen geaged. Und da streiten sich natürlich auch die Geister. Ne? Also gerade wenn man bei uns in den Verkauf reinkommt, könnt ihr auch gerne mal kommen. Da lauft ihr direkt gegen die Fenderwand, wo natürlich die ganzen Heavy-Aged Sachen auch hängen. Und viele lachen sich immer tot, wenn ich im Video dann die ganzen geagten Sachen zeige. Und damit es noch ein bisschen geiler wird, habe ich hier mal eigentlich das mitgebracht, worum es überhaupt eigentlich geht. Ne? Eine 52er Heavy Relic, die natürlich vom Vorbild her genau das ist, was jetzt auch bei Maybach natürlich erstmal im Geiste mitschwebt. Ja? Und für alle, die sagen, naja, komm, das Aging wird schon nicht klingen oder irgendwie das Geld ist egal, na, die können ja erstmal zuhören. Ja.